3:1 stand zum Schluss. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Auf ihr Etsy-Stand bei der TSG Backnang. Dein Statement erstmal zum Spiel? Ja, also erstmal sind wir alle erleichtert, dass wir die 3 Punkte hier mitnehmen. Das war das Ziel. Und ja, es war irgendwie ein seltsames Spiel. Wir haben uns viel vorgenommen, sehr viel für das Spiel, haben auch die Grundordnung angepasst für das Spiel, sind aus meiner Sicht aber gleich kalt erwischt worden. Da rutscht Marian Riechinger weg und dann rutscht, glaube ich, Ruben auch noch aus und der Mert macht das herausragendes Tor. Und irgendwie war dann meine Mannschaft angelockt. Also da hat man schon gemerkt, dass auch Druck auf der Mannschaft auch lastet. Und irgendwie hat man es bei den Fans auch gemerkt. Also die Fans sind, glaube ich, erst beim 1:1 auch aufgewacht und meine Spieler dann auch. Wir haben uns zurückgekämpft. Wir haben, fand ich, vor allem auf dem Flügel sehr, sehr gut gespielt. Zum Teil gerade Malte Moos ist sehr oft durchgebrochen. Mo Barudi hat sich heute endlich mal belohnt. Ich finde, wieder für eine herausragende Leistung. Die Leistung hat die letzten Spiele immer gepasst, aber heute hat er auch die Tore gemacht. Und auch für Marian Riedinger freut es mich natürlich, dass er, weil er immer sehr fleißig ist, alles rein in die Trainingswoche und dass er sich auch gewöhnt hat. Also ich fand jetzt ungewöhnliche Torschützen, aber ein verdienter Sieg für uns. Genau. Heute ein bisschen von der Formation her ein bisschen was Neues. Heute eher eine Viererkette hinten. Mhm. Ja, wie fandest du die Umstellung jetzt im Spiel? Ja, wir haben uns dafür entschieden, 4-2-3-1 zu spielen, weil wir mit den schnellen Spielern Barudi und Malte Moos wollten wir den Backnern, die eher groß sind und weniger schnell, wollten wir Probleme bereiten. Wir haben allerdings dann die tiefen Bälle nicht sauber gespielt, haben dann im Laufe des Spiels auch zweimal nochmal umgestellt, mit jedem Wechsel nochmal angepasst. Haben unsererseits dann die Flügel doppelt besetzen müssen, weil der Gegner dort auch stark war. Aber ja, also mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben, können wir einiges an Grundordnungen auch spielen. Aber heute war es mir fast zu wild, was das angeht. Genau. Mit Blick auf Ravensburg wünsche ich euch auf jeden Fall noch alles Gute. Gell? Danke. Und dann auf die Blaue. Auf die Blaue. So, Marian, heute erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 3:1 hier in Backnang. Bei wunderschönem Wetter noch letztendlich. Heute ganz tolles Spiel, glaube ich, auch für dich selber. Erstes Pflichtspieltor für unsere Blauen. Beschreib mal, wie das Tor für dich war und wie es passiert. Erstmal danke für die Glückwünsche. Tatsächlich war das mein erstes Pflichtspieltor jetzt für die Blauen. Ich war noch von der Standardsituation vorne gewesen, habe dann mit Malte Moos die Situation getauscht und dann den Ball wieder vorne eingespielt. Neo hat den gut festgemacht, konnte sich aufgehen. Ich habe dann die Mitte gesehen, eingestartet. Wenn er perfekt serviert und wenn man lieber den Ball so serviert, dann kann man ja eigentlich gar nicht anders als einen reinzumachen. Versucht einfach ruhig zu bleiben vom Tor und dann letztendlich durch die Beine gedrückt, eingeschoben. Das hat dann ganz gut in die Spielphase gepasst. Da hatten wir kurz davor 1:1 gemacht und waren dann einfach am Drücker. Das war sehr wichtig für uns heute. Ich konnte dann vor der Halbzeitpause noch 2:1 machen und dann noch nach der Halbzeitpause mit dem 3:1 noch einen Stempel aufdrücken. Heute Startelf für dich. Ja. Konntest dich gut mit Malte Moos da integrieren. Wie siehst du jetzt so deine Position im Team? Was sind noch seine Ziele für die Saison? Ich hoffe einfach weiter noch so viele Minuten wie möglich. Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute mit Anfang an spielen durfte. Und es hat auch gut gepasst mit Malte auf der rechten Seite. Ich hoffe einfach, dass ich am Mittwoch wieder auf meine Spielzeit komme und viele präsentieren kann. Und dass der Trainer einfach weiß, dass er auf mich zählen kann. Wenn er mich braucht, bin ich da. Und dann mache ich das erstmal in die Minuten. Ja, ich hoffe dann für dich, dass es auf jeden Fall so weitergeht wie heute. Ich auch. Dann kannst du nur anknüpfen und ja. Dann wünsche ich dir auch noch alles Gute für die Saison. Für dich persönlich und dann noch für unsere Kinder. Auf die Blaue. Auf die Blaue. So, Moos. Cool, dass du heute da bist bei uns. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 3:1 hier im Etsy-Stadion in Backnang. Heute 2 Tore für dich. Auch dein erstes Pflichtspieltor, genauso wie Marian, den hatten wir gerade schon da. Wie würdest du dein Tor beschreiben? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, also erstmal wichtig, dass wir die 3 Punkte geholt haben, die wichtigen 3 Punkte. Ja, die Tore sind halt gut gefallen. Also, Dickel Huber hatte den Ball mit Druck drum reingelegt, dann bin ich halt da, stehe halt da, wo ich stehen muss. Deswegen dann schiebe ihn einfach rein. Und in beim Zeichentor, da wusste ich schon, dass Mio die Ecke im Visier hatte. Bin ich einfach durchgelaufen und dann Fuß ausgestreckt. War fast ein Abseits, aber auch nicht geklappt. Genau, erst
zum Glück einmal geklappt bei dir, hier der Knoten geplatzt diese Saison. Spielst du wirklich schon hier deinen Stammplatz immer mehr, also du wirst immer präsenter. Was für ein Gefühl ist es? Du bist jetzt in der Jugend, warst du auch bei den Kickers, 19, hast du hier, hast du dich hochgekämpft bis in die A-Mannschaft und jetzt hast du hier ja auch einen sehr festen Platz in der Mannschaft erspielt. Was ist das für ein Gefühl für unsere Kickers aufzulaufen? Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Erstens, da wo Kickers noch in der dritten Liga war, da war ich Balljunge, hab immer, es ist Enzo Marchese oder die Spieler, die dort gespielt haben, immer den Ball zugespielt. Und dann war es halt schon ein Traum, einmal eines Tages im Gassi-Stadion zu spielen. Auf die Blaue!